أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا صلوات. Heute wollen wir sozusagen auf das Thema der letzten Sitzung sozusagen eingehen. Unsere letzte Sitzung hat sich ja damit befasst, warum es diese Rechtsschulen gibt, warum wir uns an diese halten müssen und dass es zumindest heute in der muslimischen Gesellschaft so ist, dass viele Leute diese Rechtsschulen nicht anerkennen oder sagen, dass es sie zwar gibt, aber sie nicht notwendig ist. Das heißt, dass man sich auch einen eigenen Weg im Islam bilden kann, ohne sich an diesen Rechtswegen, an diesen Rechtsschulen zu orientieren. Nur so als kurze Zusammenfassung zur letzten Sitzung. Und zwar hatten wir da halt gesagt, dass es vier verschiedene Rechtsschulen gibt. Welche waren die, Seki? Die verschiedenen vier Rechtsschulen? Also die verschiedenen vier Rechtsschulen im Islam, die großen vier Rechtsschulen, unter denen die anderen acht zusammengefasst sind, sind sozusagen die Schafi-Rechtsschule, die Hanefi, die Hanbali und die Maliki. Das sind die vier Rechtsschulen, von denen die Mujtahidin Azam, also Imam Azam, Imam Hanefi, Imam Hanbali und Imam Maliki, radiallahu anhum, die Rechtsschulen beschlossen haben. Und diese Rechtsschulen bedeuten eigentlich kurz gefasst nichts anderes als die Glaubenspraxis zusammengefasst. Das heißt, wir haben auf einer Seite den Koran und auf der anderen Seite die Sunna. Und wir können sozusagen die Sunna nicht vom Koran trennen, aber auch nicht andersrum. Sondern wir haben im Koran bestimmte Vorschriften. Allah sagt zu uns im Koran, ja, ey, ihr Muslime, betet oder fastet. Aber wir wissen halt nicht genau, wie wir das machen sollen. Denn da ist keine Praxis beschrieben. Diese Praxis holen wir uns aus der Sunna. Das heißt, unser Prophet nimmt die Verse entgegen, berichtet sie uns, sagt, Allah hat euch festgeschrieben, dass ihr beten sollt. Und dann führt unser Prophet diese in die Praxis um. Das heißt, wir sollen beten, aber wie sollen wir beten? Wir sollen fasten, aber wie sollen wir fasten? Wie lange sollen wir fasten? Wie sollen wir unsere Almosen abgeben? Solche Fragen zum Beispiel. Nun ist aber so, dass es zur Zeit unseres Propheten ja nicht wirklich eine Gesellschaft gab. Das heißt, viele Menschen leben in verschiedenen Verhältnissen, in Nomadenverhältnissen, in Bauernverhältnissen. Es gab auch kleinere Städte, wenn man sie so nennen kann, in denen schon halbwegs gesellschaftliches Leben stattgefunden hat. Aber da unser Prophet damals sozusagen die Quelle war, hatte er alle diese Praxisen in sich zusammengefasst. Das heißt, wenn er in einem Nomadenstamm war, hat er sich ihrem Leben entsprechend auch verhalten. Und wenn er in gesellschaftlichen Gegenden war, hat er sich dementsprechend verhalten. Und aus diesen Verhalten eben haben die Mujtahidin Azam diese Rechtsschulen zusammengefasst. Das heißt, Imam Azam, dessen Rechtsschule eher am gesellschaftlichen Leben orientiert ist, hat sich auch dementsprechend orientiert. Zum Beispiel gibt es da das Gesetz, dass man im gesellschaftlichen Leben in der hanefitischen Rechtsschule eben den Kontakt mit einer Frau haben kann, so dass unser Abdest, also die rituelle Waschung, nicht ungültig wird. Bei den Schafis ist es genau andersrum, weil sie in dörflichen Verhältnissen leben und den Kontakt zu Frauen so gut wie gar nicht oder sehr wenig haben, dass sie da bei der kleinsten Berührung mit einer Frau schon die rituelle Waschung wiederholen muss. Das ist sozusagen kurz gefasst, um was es sich in den Rechtsschulen handelt. Eigentlich ist es sozusagen einfach nur die Theorie in die Praxis umgesetzt. Dann gab es letztes Mal noch die Frage, im Islam, es gibt doch nur ein Islam. Es gibt nur einen Koran, es gibt nur eine Sunna, es gibt nur einen Glauben. Woher kommen dann diese verschiedenen Rechtsschulen? Da hatte Bediüzzaman Said Nursi auf die Frage eine folgende Antwort geliefert. Ein und dasselbe Wasser bekommt fünf Bestimmungen für fünf verschiedene Kranke. Es ist dies folgendermaßen. Für den einen ist das Wasser ein Medikament je nach Art der Krankheit. Medizinisch ist es Wajib, also Pflicht. Für einen anderen aber ist es wegen seiner Krankheit so schädlich wie Gift. Medizinisch ist es für ihn Haram, verboten. Für einen anderen schadet es aber wenig. Medizinisch ist das Wasser für ihn Mekruh, also unerwünscht. Für einen anderen nutzt es ohne Schaden, medizinisch ist es für ihn Sunna, also eine Nachfolge des Propheten. Für einen anderen ist das Wasser weder schädlich noch nützlich, er mag es mit Genuss trinken, für ihn ist es Mubah, also wünschenswert. Das Richtige hat sich hier ausgebreitet, alle fünf Fälle sind recht. Kannst du sagen, dass das Wasser nur ein Heilmittel ist, nur Wajib, also Pflicht ist und keine andere Bestimmung hat? Wenn wir dieses Beispiel so übertragen, dann wäre es
wirklich einfach nur, also es wäre nichts Schönes, wenn man einem Menschen, der der hanefitischen Rechtsschule folgt, wenn man dem sagen würde, du lebst zwar in der Gesellschaft, aber der kleinste Kontakt mit einer Frau macht deinen Wudu schon ungültig. Das heißt, er müsste, wenn er zum Beispiel in einem Büro arbeitet und ständig Gäste entgegennimmt oder als Sekretär arbeitet und ständig, egal ob Männer oder Frauen trifft, wenn er sich mit ihnen die Hand gibt, dann müsste er einfach alle 10 bis 15 Minuten musste er sein Wudu erneuern. Und um genau diesen Menschen diese Umstände nicht bereiten zu müssen, hat Imam Azam unseren Propheten als Vorbild genommen und festgeschrieben in seiner hanefitischen Rechtsschule, dass das Wudu durch die Berührung mit einer Frau nicht ungültig wird. Das ist kurz gefasst, das war so eine kleine Zusammenfassung der letzten Sitzung. Unsere heutige Sitzung befasst sich eher damit, woher dieser Gedanke der Rechtsschullosigkeit, also die Ablehnung der Rechtsschulen und die Herabwürdigung der Sahabis und der Mujtahidin Azam herkommt. Dafür gibt es im Buch Worte auf Seite 886 unter der vierten Frage: Woher resultiert die Behauptung einer Überlegenheit gegenüber den Sahabis? Wer bringt dergleichen heraus? Warum ist dies in heutiger Zeit überhaupt ein Gesprächsthema? Woher resultiert dieser Anspruch auf Gleichheit mit den großen Exegeten? Weiß irgendjemand von euch, was Exegeten bedeutet? So die Begriffserklärung ganz kurz. Ich habe das vorher mal nachgeschaut. Exegeten bedeutet, ist einfach ein theologischer Begriff. Hinter dem verbirgt sich einfach nur eben das, was wir vorhin beschrieben haben, und zwar, dass sie die Theorie aus den Himmelsbüchern nehmen und in die Glaubenspraxis umsetzen. Das ist eben wie in dem Beispiel vorher, Allah sagt, du sollst beten, aber wie soll man beten? Und unter Orientierung des Lebens vom Propheten wird dann diese Theorie über der Praxis des Propheten in die Rechtsschulen umgewandelt. Das ist sozusagen das, was ein Exeget macht. Jetzt wollen wir die Fragen erst einmal einzeln abarbeiten. Die erste Frage war, woher resultiert die Behauptung einer Überlegenheit gegenüber den Sahabis? Das heißt, wir haben in diesem Fall einen Gedanken, der sagt, wir sind den Sahabis überlegen. Wer waren die Sahabis? Die Sahabis waren sozusagen nicht die Nachfolger, sondern die Gefährten des Propheten. Sahabis nennen wir die Menschen, die zeitgleich mit dem Propheten gelebt haben und ihn sozusagen in Gestalt, in Person wahrgenommen haben und sich nach ihm gerichtet haben. Die Antwort auf diese Frage gibt Bediüzzaman Said Nursi 3 Seiten vorher, und zwar auf 883, unter der Frage: Man sagt, die Sahabis haben den ehrenwerten Gesandten persönlich gesehen und dann ein Bekenntnis ausgesprochen. Aber wir haben ohne ihn zu sehen das Bekenntnis ausgesprochen, daher ist unser Glaube noch stärker. Zudem gibt es Überlieferungen, die die Stärke unseres Glaubens beweisen. Also kurz gefasst handelt es sich hier darum, dass wer auch immer, zu heutiger Zeit sind am bekanntesten natürlich die Salafisten, Wahhabiten, die die Aussage sagen, ja, wir brauchen die Sahabis erstmal gar nicht. Und zweitens haben die unseren Propheten persönlich gesehen, hatten also sozusagen eine direkte Verbindung zum Glauben und haben dann erst den Glauben angenommen. Aber wir leben jetzt ungefähr 1500, 1600 Jahre nach unserem Propheten. Das heißt, wir haben weder ihn noch seine Gefährten noch die Gefährten seiner Gefährten gesehen und haben dann unser Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Heißt das eigentlich nicht, dass wir eigentlich höher sind als die Sahabis selber? Weil sie ja den persönlichen Kontakt hatten, wir aber nicht. Als Antwort liefert mir Bediüzzaman Said Nursi: Damals, als die öffentliche Meinung gegen die Wahrheiten des Islam war und sich gegen sie stellte, sahen die Sahabis den ehrenwerten Gesandten, mit dem Friede und Segen sei, nur in seiner menschlichen Gestalt und gelangten manchmal ohne Wunder zu solch einem Glauben, dass die ganze öffentliche Meinung der Welt ihren Glauben nicht erschüttern konnte. Ein Fehler, den wir viele von uns machen, ist, dass wir denken, unser Prophet ist auf die Welt gekommen und direkt haben sich die Wunder aneinandergereiht. Das heißt, ein Wunder kam nach dem anderen. Kein Tag ist ohne Wunder abgelaufen. Und jeden Tag gab es irgendwas Besonderes, was bewiesen hat, dass unser Prophet wirklich ein Gesandter Allahs ist. Hier sagt mir dieser Masad Nussi aber, dass die Sahabis unseren Propheten mit dem Frieden und Segen nur in seiner menschlichen Gestalt gesehen haben. Und dass dieser Anblick seiner menschlichen Gestalt denen so einen Glauben gebracht hat, den niemand erschüttern konnte. Nicht einmal den Schatten eines Zweifels konnten sie auf ihn werfen oder ein kleines bisschen Argwohn in ihnen wecken.
Ihr aber wollt die Stärke eures eigenen Glaubens gegen die Glaubensstärke der Sahabis in die Waagschale werfen. Wir versuchen jetzt also, die Menschen, die unseren Propheten in persönlicher Gestalt gesehen haben, mit unserem Glauben zu vergleichen. Obwohl die öffentliche Meinung aller Muslime euch Kraft und Zeugnis für euren Glauben gibt und obwohl ihr den ehrenwerten Gesandten mit dem Frieden und Segen sei, nicht als einen Menschen leiblich vor euch gesehen habt, ihn, welcher der Kern des Tuba-Baumes seines prophetischen Auftrags war, sondern seine großartige geistige Persönlichkeit erleuchtet mit allen Lichtern des Islam und mit allen Wahrheiten des Koran, umgeben von tausend Wundern mit dem eurem Verstand betrachtet, beginnt auf das Wort eines einzigen europäischen Philosophen zu zweifeln und euer Argwohn ist gedeckt. Das heißt, die Menschen damals, die zur Zeit des Propheten gelebt haben, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam auf die Erde. Nach 40 Jahren hat er gesagt, so, ich bin jetzt ein Gesandter Allahs. Ich habe die Botschaft bekommen. Ich bin dafür zuständig, euch die letzte Religion, den Islam, zu bringen. Und die Menschen, die damals an ihn geglaubt haben, hatten sozusagen keinerlei Bestätigung, außer das Leben eben bevor seines Prophetentums, in dem sogar seine Feinde schon bestätigt haben, dass er der Sichere ist, dass er der Glaubwürdige ist, indem sie ihn Al-Amin schon genannt haben damals. Im Vergleich dazu sind wir jetzt hier, 1500, 1600 Jahre sind vergangen. Wir leben hier, in diesen Zeiten kamen so viele Gelehrte, kamen so viele Bücher, kamen so viele Mujtahids, kamen so viele Imams. Und wir haben immer noch das Problem, dass wenn ein einziger europäischer Philosoph zu uns sagt, aber vielleicht ist es ja nicht wirklich so mit eurem Glauben, wie ihr es euch vorstellt. Und schon beginnt in uns dieser Zweifel an zu keimen. Dass wir denken uns, was, wenn er recht hat? Auch wenn wir im ersten Moment einfach sagen, ja, das stimmt so, wenn wir denken, dass unser Glaube stark genug ist, um dagegen anzukommen, nistet sich dieser Kern des Teufels in uns ein. Und nach ein paar Tagen kommt er raus und du denkst dir, was, wenn er doch recht hat? Was, wenn es doch stimmt, was er gesagt hat? Das heißt, wir haben eigentlich in dieser Zeitspanne, wir haben alle Quellen, die in diesen 1500 Jahren entstanden sind, vor uns. Wir wissen alle, was für Wunder unser Prophet vollbracht hat. Wir wissen alle, warum wir an ihn glauben sollten. Es gibt zum Beispiel zu dieser Zeit, gibt es die Risale-i-Nur, zu früheren Zeiten gab es die Bücher von Imam Ghazali, von Imam Rabbani. Trotz all diesen ganzen Quellen ist unser Glaube so schwach, dass wir einen einzigen Zweifel so ernst nehmen, dass wir meist sogar vom Glauben abfallen, ohne das überhaupt zu merken. Wo bleibt da nun die Stärke eures Glaubens? Und was ist dem gegenüber die Stärke des Glaubens der Sahabis, welcher durch die Angriffe einer ganzen Welt von Ungläubigen, Christen, Juden und Philosophen nicht zu erschüttern war? Wir haben ja gesehen, wie viele Kriege die Muslime damals mit den Ungläubigen getrieben haben. Es gab sogar auch Kriege, in denen sie verloren haben. Das heißt, die Muslime haben auf Allah vertraut, haben gesagt, wenn Allah auf unserer Seite ist, dann werden wir schon siegen. Aber Allahs Hikma, also seine Weisheit, hat dazu geführt, dass sie manche Kriege auch verloren haben. Und trotz dessen haben viele der Sahabis nicht kehrt gemacht. Das heißt, sie haben sich nicht dem Glauben entgegengewendet und gesagt, wenn Allah hinter uns ist, wieso haben wir dann verloren? Nein, sie haben trotz der Niederlage, trotz den Erniedrigungen, die sie erlitten haben, haben sie trotzdem an diesem Glauben festgehalten. Wenn wir das jetzt vergleichen zwischen unserem Glauben und deren Glauben, wie viel sie durchgemacht haben, es gab sogar Tage, Monate, in denen sie ohne Essen oder wenig Essen auskommen mussten. Diese Menschen haben sogar damals nicht an ihrem Glauben gezweifelt. Und wir leben heute in einer Welt, wo wir alles vor uns haben. Wir haben so viele Nimets, wie die Sahabis nicht einmal davon träumen konnten. Und trotzdem sind wir in der Lage zu sagen, vielleicht stimmt das ja doch nicht. Vielleicht ist ja doch was dran an dem, was sie sagen. Ja, so schwach ist unser Glaube also. Und was ist dem gegenüber? Ich bin da ein bisschen vorher. Und was ist dem gegenüber die Stärke des Glaubens der Sahabis, welcher durch die Angriffe einer ganzen Welt von Ungläubigen, Christen, Juden und Philosophen nicht zu erschüttern war? Und was ist dem gegenüber die Stärke der Gottesfurcht und die Vollkommenheit der Reinheit der Sahabis, die beweist, wie stark sie im Glauben waren und die ein Destillat ihres Glaubens waren? O du Kritikaster, wo bleibt hier nun dein trüber Glaube, wenn er in seiner extremen Schwäche noch nicht einmal seine Pflichten vollständig zu erfüllen vermag? Das heißt, wir vergleichen uns mit Menschen, die in all den Schwierigkeiten, die in all den Notlagen an ihrer Religion so festgehalten haben, dass sie kein einziger Mensch erschüttern konnte.
Aber wir heute, wir sagen, unser Glaube ist stärker als die des Sahabis, weil wir den Propheten nicht gesehen haben und weil wir trotzdem an ihn glauben. Wenn unser Glaube dann so stark ist, warum machen wir dann alle Fehler in unseren Gebeten? Wir beten zwar, wir wissen aber nicht mal, ob unser Gebet angenommen wird oder nicht. Wir beten, aber wir wissen nicht einmal, was die Pflichten des Gebetes ist, was wir im Gebet und vor dem Gebet beachten müssen. Was aber die Überlieferung betrifft, in der gesagt wird, so jemand in der Endzeit auch ohne mich gesehen zu haben zum Glauben gelangt, so wird er deswegen noch mehr geschätzt. Das heißt, es gibt so eine Überlieferung, in der unser Prophet so etwas sagt, dass die Menschen, die nach seinem Tod an ihn glauben, geschätzter sind. So betrifft dies die besonderen Vorzüge. Dies wird über einige besondere Persönlichkeiten gesagt, hier handelt es sich aber um allgemeine Vorzüge der Mehrheit. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Überlegenheiten. Es gibt eine Überlegenheit in der Taqwa, das heißt in der Gottesfurcht, eine Überlegenheit im Glauben. Was die Überlegenheit im Glauben und der Standhaftigkeit angeht, können wir die Sahabis nie im Leben überholen. Weil sie einfach, weil das Umfeld, in der sie diesen Glauben praktiziert haben, einfach so viel schwieriger, so viel ernster war, als wir es jetzt haben. Aber was die Überlegenheit der Taqwa angeht, gibt es viele Gelehrte, die in der Taqwa höher waren als die Sahabis selber. Wie Imam Ghazali, wie Imam Rabbani, solche wichtigen Gelehrten zum Beispiel. Das heißt, Überlieferung, so jemand in der Endzeit, auch ohne mich gesehen zu haben, zum Glauben gelangt, so wird er deswegen noch mehr geschätzt. Diese Überlieferung bezieht sich sozusagen auf die großen Gelehrten, die vor uns gekommen sind. Jetzt machen wir weiter mit unserer eigentlichen Frage. Und zwar geht die Frage so weiter, wer bringt dergleichen heraus, also die Behauptung der Überlegenheit des Sahabis? Warum ist dies in heutiger Zeit überhaupt ein Gesprächsthema? Woher resultiert dieser Anspruch auf Gleichheit mit den großen Exegeten? Als Antwort liefert Bediüzzaman Said Nursi, es gibt zwei Gruppen, welche diese Frage diskutieren. Die eine Gruppe sind die aufrichtigen Leute des Glaubens und die Gelehrten, die so manche Hadith gelesen haben und nun in heutiger Zeit die Gottesfürchtigen und Frommen mit der gleichen Themen für Gespräche interessieren und begeistern. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind sozusagen die Leute des Glaubens und die des Gelehrten, die diese Fragen einfach nur nachforschen. Das heißt, sie wollen wissen, wie ihr Verhältnis mit den Sahabis ist. Oder sie wollen wissen, warum wir denn nicht gleichzusetzen sind mit den Sahabis. Die zweite Gruppe, gegen diese Gruppe haben wir nichts einzuwenden. Da sagt Said Nursi, okay, das dürfen sie, das sind Leute des Rechtsweges, gegen die haben wir nichts einzuwenden. Aber dies sind nur einige wenige und sie kommen schnell zur Besinnung. Die andere Gruppe aber sind äußerst bösartige, selbstgefällige Menschen, die ihre Gesinnung unter dem Anspruch auf Gleichheit mit den großen Exegeten ohne jede Rechtsschule verbreiten und ihre Glaubenslosigkeit unter der Behauptung der Gleichheit mit den Sahabis praktizieren wollen. Auf was man hier achten muss, ist, dass Bediüzzaman Said Nursi sagt, dass diese Menschen ihre Gesinnung unter dem Anspruch auf Gleichheit mit den großen Exegeten ohne jede Rechtsschule verbreiten und ihre Glaubenslosigkeit in der Behauptung der Gleichheit mit den Sahabis praktizieren zu wollen. Das heißt, unter dem Gedanken, wir sind überlegener als die Sahabis, wir können auch unsere eigenen Ijtihad, wir können auch unsere eigene Praxis umsetzen. Menschen, die diesen Gedanken haben, im Kern liegt eigentlich nicht sozusagen ihre Rechtfertigung für ihre Handlungen, sondern eigentlich nur ihre Rechtfertigung für ihre Glaubenslosigkeit. Wir haben ja viele Gruppierungen auch heute, die sehr bestreiten, dass wir die Sahabis nicht folgen müssen, dass es die Mujtahidin Azam nicht zwingend geben müssen. Aber eigentlich ist das, was die machen, kein Islam mehr. Das heißt, sie sind eigentlich kein Teil der Religion mehr, sondern begründen mit ihren Handlungen, mit ihren Aussagen eigentlich nur noch ihren Austritt aus der Religion. Und ihre Glaubenslosigkeit unter der Behauptung der Gleichheit mit den Sahabis praktizieren wollen. Denn, jetzt folgt eine Erklärung, zum Ersten, diese Irrgläubigen sind ihren Ausschweifungen verfallen. Das ist sozusagen die Aussage, die These, die Bediüzzaman Said Nursi gibt, warum diese Menschen überhaupt diesen Weg eingehen. Das heißt, wieso? Wie kommen die eigentlich auf die Idee, sich mit den Sahabis gleichzustellen? Denn sie versuchen, ihre Ausschweifungen mit diesem Irrglauben zu rechtfertigen. Sie sind von ihren Ausschweifungen abhängig geworden.
Sie können diese Auflagen des islamischen Gesetzes nicht erfüllen, die sie in ihren Ausschweifungen behindern. Es gibt ja auch viele, viele Personen in der Öffentlichkeit, die sagen, ja, der Sunna muss man nicht folgen, oder Menschen, die es gleich übertreiben und sagen, so etwas wie die Sunna gibt es gar nicht. Und wenn man sich mal bedenkt, was das überhaupt bedeutet, das heißt, das Mittagsgebet zum Beispiel. Enes, wie viel Rekka hat das Mittagsgebet? 4 Sünde, 4 Fals, danach nochmal 2 Sünde. So, wenn man das jetzt mal überträgt, das heißt, wenn wir die Sunna leugnen, sagen, es gab keine Sunna, verringern wir das Mittagsgebet automatisch auf 4 Fals. 4 Rekka Fals und fertig. Das aber heißt ja nicht unbedingt, dass wir den Glauben besser leben. Das heißt ja nicht, unser Prophet hat diese 4 Rekka ja nicht aus Spaß sozusagen gebetet. Alle diese Sunna haben doch auch ihren Sinn. Wenn wir zum Beispiel, wir sitzen vorm Fernseher, gucken irgendeine Serie, stehen auf, gucken, es ist Zeit fürs Gebet, stellen uns dahin, machen die 4 Rekka und sind dann wieder weg. Ich meine, wie sehr kann man sich denn auf diese 4 Fals konzentrieren? Es geht ja im Gebet nicht, im Namas nicht darum, dass man einfach nur Gymnastik macht und sich da hinstellt und sagt Allahu Akbar und sich hinkniet, wieder aufsteht. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, mit Leib und mit Seele in diesem Gebet dabei zu sein und die Existenz Allah in sich zu spüren und zu merken, auch zu wissen, was man macht und warum man so etwas macht. Das heißt, diese 4 Sunna vor dem Fars können wir eigentlich als sozusagen als eine Art Vorbereitung auf das Eigentliche wahrnehmen. Das heißt, wir sitzen vorm Fernseher, stehen auf, machen diese 4 Sunna, die für uns nicht Fars sind, sondern Sunna, das heißt, eine Eigenschaft, die unser Prophet gepflegt hat, zu machen, und sind sozusagen auf das Fars damit vorbereitet. Wir haben erst einmal diese kleine Vorbereitung mit 4 Sunna, danach kommen die 4 Fars, indem wir uns erst einmal richtig konzentrieren können und von diesen ganzen weltlichen Dingen mal abschalten können. Und die 2 Sunna am Ende sind sozusagen ein Abflug. Das heißt, wir waren im Fars. Unser Prophet sagt ja, sallallahu alaihi wasallam, dass Namas der Miraj des Menschen ist. Das heißt, wir sind mit unserem Fars auf der Stufe des Miraj und müssen da ja irgendwie wieder runterkommen. Das heißt, diese 2 Sunna sind dafür da, um uns erst einmal von dieser Stufe wieder runterzusteigen. Einige größte ältere Brüder von mir geben immer gerne das Beispiel mit dem Flugzeug. Ein Flugzeug ist ja auch nicht so, dass es einfach auf dem Boden steht und dann plötzlich senkrecht nach oben geht. So ist es ja nicht. Das Flugzeug startet ja auch erst langsam. Diese langsam sozusagen die 4 Sunna. Danach kommen die 4 Fals, indem es den Gleitflug ansetzt, ganz oben ist. Und dann kommen die 2 Sunna, indem das Flugzeug wieder den Abflug einsetzt. Die Landung sozusagen vorbereitet. Und genau um diese Sunna eben zu ignorieren, um sich die Religion, den Glauben etwas zu vereinfachen, weil sie keine Lust darauf haben zu beten oder weil sie keine Lust haben, irgendwas im Fernsehen zu verpassen, irgendeine Arbeit nicht zu verpassen, ignorieren sie genau diese Sunna, um sich eben mehr Zeit zu verschaffen und den Glauben sozusagen so kurz wie möglich praktizieren zu können. Das heißt, sie sind ihren Ausschweifungen so unterlegen, dass sie andere Sachen vor ihrem Glauben legen. Eigentlich sieht es so aus, als wenn sie den Glauben leben wollen, aber stattdessen wollen sie den Glauben eigentlich nur so weit komprimieren, dass der Glaube nur noch ein Teil des Lebens ist, statt genau andersrum. Das Leben sollte ein Teil des Glaubens sein, aber sie wollen das genau umgekehrt erreichen. Diese Irrgläubigen sind ihren Ausschweifungen verfallen. Sie sind von ihren Ausschweifungen abhängig geworden. Sie können diese Auflagen des islamischen Gesetzes nicht erfüllen, die sie in ihren Ausschweifungen behindern. Um eine Ausrede zu finden, sagen sie, diese Fragen sind Ijtihad, in diesen Fragen widersprechen die verschiedenen Rechtsschulen einander. Diese Aussage von den Menschen, die in Ausschweifungen sind, ist eigentlich komplett sinnlos, kann man schon mal sagen. Denn das zeigt eigentlich nur, dass sie die Religion gar nicht verstanden haben, dass sie gar nicht wissen, worum es sich in den Rechtsschulen handelt. Denn wenn man die Rechtsschulen leugnet, heißt das nicht nur, dass man sagt, ja, diese Rechtsschulen gibt es und fertig aus. Denn diese Rechtsschulen haben ja einen Weg hinter sich. Die sind ja nicht auf einmal entstanden. Die haben ja auch ihre Quellen. Und ihre Quellen sind so die Gefährten des Gefährten unseres Propheten. Und die haben ihre Quellen von den Gefährten des Propheten. Und die haben ihre Quellen vom Propheten selber. Das heißt, wenn wir die Rechtsschulen leugnen und sagen, so etwas gibt es in unserer Religion nicht, leugnen wir eigentlich gleichzeitig die Quellen des Mujtahidin Azam, also die Tabi'i Tabi'in. Und danach leugnen wir auch noch die Sahabis und deren Gefährten, die Tabi'in. Wenn wir die Sahabis verleugnen, verleugnen wir gleichzeitig eigentlich auch die Aussagen unseres Propheten.
Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man die Sunna und den Koran trennt, gibt es die Religion des Islam eigentlich gar nicht. Weil diese beiden so miteinander verbunden sind, dass sie sozusagen die Grundpfeiler des Gebäudes des Islams darstellen. Außerdem sind sie Menschen wie wir und können Fehler machen. So können also auch wir ihnen gleich uns unseren eigenen Ijtihad machen. Unseren Gottesdienst nach unseren Wünschen machen. Warum sollten wir dazu gezwungen sein, einem Messer zu folgen? Das heißt, wir könnten, wenn man die Aussage mal praktizieren sollte, wir könnten unser Gebet eigentlich so beten, wie wir wollen. Das heißt, wir müssten nicht die Phase einhalten, die ein Namas hat. Zum Beispiel Ruku, Sajda, Fatiha lesen, müssten wir eigentlich nicht. Wir können uns da hinstellen, uns irgendwas ausdenken und irgendwie so Namas machen. Das kommt zumindest aus der Aussage hier heraus. So können also auch wir ihnen gleich uns unseren eigenen Ijtihad machen, unseren Gottesdienst nach unseren Wünschen machen. Ja, dann bete doch dann, wann du willst. Du musst ja nicht in fünf einteilen. Schmeiß einfach alles zusammen, mach alles an einem Tag und fertig ist. Aber so ist es ja nicht. Wozu haben wir denn diese Messages? Die meisten Menschen, die auch sagen, wir müssen diesen Messages nicht folgen, wir brauchen keinen Leiter, wir brauchen keinen Führer, hinter dem wir uns einstellen müssen, sind meistens die Menschen, die selbst jemanden haben, die ihnen eben diese Gedanken einflüstern. Das heißt, wenn ich sage, ich muss dem Messages nicht folgen, den Gedanken, den ich habe, den muss ich ja auch irgendwo her haben. Das heißt, irgendjemand hat zu mir gesagt, du brauchst diese Messages gar nicht, hat mir das so erklärt, hat mir das so mit Gründen dargestellt, dass ich das angefangen habe zu glauben. Das heißt, eigentlich folge ich letztendlich wieder jemandem. Und wir vertrauen den Menschen, die uns so ein, tut mir leid für den Ausdruck, so ein Schwachsinn erzählen, glauben wir mehr als die Mujtahidine Azam, die mit Beweisen und mit Belegen so festgesetzt sind in unserer Religion, dass wir diese eigentlich gar nicht verleugnen können. Und was folgt jetzt daraus, aus diesen Aussagen? So entziehen sich diese Unglückseligen durch diese Einflüsterung des Teufels, das heißt diese Einflüsterung, die wir von den Menschen bekommen, du brauchst das gar nicht, du brauchst niemandem folgen, nimm einfach den Koran und praktiziere deinen Glauben so, wie du es möchtest, sind eigentlich die Einflüsterung des Teufels in Menschengestalt. So entziehen sich diese Unglückseligen durch diese Einflüsterung des Teufels den Bindungen einer Rechtsschule. Im 27. Wort wurde bereits in aller Deutlichkeit aufgezeigt, dass ihre Behauptungen unhaltbar sind. Daher weisen wir hier nur darauf hin. Das war jetzt erst einmal die Frage, warum die Überlegenheit gegenüber den Sahabis überhaupt ein Gesprächsthema heute ist. Und jetzt kommt die zweite Gruppe, die zweite Frage, und zwar, woher resultiert dieser Anspruch auf Gleichheit mit den großen Exegeten? Das heißt, es gibt ganz kurz einen Unterschied zwischen Sahabis und Exegeten, damit das nochmal klar ist. Die Sahabis sind die direkten Gefährten des Propheten, die zu seiner Zeit gelebt haben, die mit ihm durch alles gegangen sind und die ihm direkt gefolgt sind. Die Exegeten, also die Mujtahidin Azam, sind Menschen, die teilweise hunderte Jahre nach unserem Propheten gekommen sind und seine Praktiken, die er ausgeübt hat, in Rechtsschulen zusammengefasst haben und sie dem Leben der Menschen angeeignet haben. Zum Zweiten, jene Art Leute des Irrweges haben erkannt, dass die Angelegenheit nicht mit den Exegeten, also den Mujtahidin Azam, beendet ist. Was auf deren Schultern ruht, ist nur die Auslegung der Vorschriften des Glaubens. Das heißt, die Mujtahidin Azam sind nicht Individuelle, die nach ihrem eigenen Kopf handeln, sondern es sind Menschen, die auch an die Vorschriften des Glaubens gebunden sind und auch demnach handeln. Im Grunde genommen wollen diese Art Leute des Irrweges gerade diese Glaubensvorschriften, also die Fars, aufgeben oder ändern. Wenn sie sagten, wir sind noch besser als die Exegeten, wird die Sache dadurch für sie nicht erledigt. Wir haben ja vorher schon gesagt, indem wir die Mujtahidin Azam leugnen wir gleichzeitig auch die ganzen Quellen, von denen sich diese Mujtahidin Azam informieren lassen. Denn die Exegeten dürfen sich nur mit der Auslegung der Glaubensvorschriften und solchen Einzelheiten beschäftigen, die nicht festgelegt sind. Dagegen wollen sich diese Leute des Irrweges, die keiner der Rechtsschulen folgen, mit ihren Gedankengängen bis in die Grundlagen des Glaubens eindringen, die unveränderlichen Vorschriften verändern und den festen Grundpfeilern des Islam entgegenarbeiten. Das heißt, es gibt ja auch in der Türkei, auch in Deutschland, es viele Menschen, die sozusagen das Schicksal leugnen. Die sagen, so etwas wie Schicksal gibt es gar nicht. Wenn Allah alles weiß, warum sind wir dann überhaupt hier? Wenn Allah alles weiß, wieso, dann,
das ganze Tumult um die Erde, um diese ganze Prüfung. Warum soll es so alles geben? Solche Menschen versuchen sich eben nur aus der Verantwortung zu entziehen, die ihnen der Glaube auferlegt. Das heißt, es gibt zwar so etwas, aber es passt mir einfach gerade nicht. Es passt mir einfach gerade nicht so, wie das alles läuft, deswegen leugne ich das einfach. Aber im Islam ist es so, es gibt ja die 6 Glaubensvorschriften und wer einen davon leugnet, fällt sozusagen komplett aus dem Islam. Weil diese 6 Glaubensvorschriften sozusagen ein Paket sind, das man nicht öffnen kann. Dagegen wollen sich diese Leute des Irrweges, die keiner der Rechtsschulen folgen, mit ihren Gedankengängen bis in die Grundlagen des Glaubens eindringen, die unveränderlichen Vorschriften verändern und den festen Grundpfeilern des Islam entgegenarbeiten. Daher werden sie mit Sicherheit versuchen, die Sahabis anzugreifen, die die Träger und Säulen der Grundlagen des Glaubens sind. Oho, nicht einmal solche Tiere in Menschengestalt, selbst nicht die wahrhaftigen Menschen und die Großen unter den Gottesfreunden, die Vollkommensten unter den wahren Menschen, können diesen Anspruch der Gleichheit selbst nicht gegenüber den Kleinen unter den Sahabis erwerben. Das wurde unwiderlegbar im 27. Wort bewiesen. Kurz zum Abschluss gibt es noch ein kleines Bittgebet auf Arabisch. Allahumma salli wa sallim ala rasulika alladhi qal la tasubbu ashabi law anfaqu ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha nisfa mithli min ashabi sadaqa rasulullah سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Soweit war es das. Hat irgendjemand noch was zu ergänzen oder zu fragen oder auch anzuprangern? Das ist kein Problem, wir können auch darüber reden. Soweit nicht gut, dann. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.